MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play My Summer Car. So, wir sind hier noch beim Händler. Es gab ein Update anscheinend, es hat sich einiges getan. Unter anderem sehen wir deutlich die Preise des Sprits. Und zwar gibt es hier einmal für Superbenzin, für Diesel und für MPÖ. Ich glaube, MPÖ-Tankstellen sind das hier. Ich weiß nur nicht, was das ist. Da bin ich nur überfragt. Vielleicht gibt es irgendwas Neues. Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es schon wissen solltet. So, das Erste, was ich mache, ist, ich schaue mal ganz kurz im Shop nach. Weil im Shop sieht man meistens, wenn irgendwas neu ist. Hier ist aber sichtbar nichts neu. Nein. Okay, dank euch haben wir jetzt rausgefunden, dass wir gesehen haben, beziehungsweise ihr habt gesehen, ich habe es nicht mitbekommen, dass der Wagen schon fertig lackiert war beim letzten Mal, als wir vorbeigefahren sind. Das ist natürlich ganz lustig. Das habe ich nicht gesehen. Schade eigentlich. Ja, die neuen Schriftzüge sind sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass alles weiterhin funktioniert. Wenn man hier sieht, es ist alles geändert worden. Car Control, Optik, Player Control sieht man jetzt hier ein bisschen detaillierter, Kalibrierung und. Schönes neues Design, muss ich zugeben. Also gibt es ein neues Update. Schön. Das ist wahrscheinlich das Beta-Update, was es war. Und jetzt ist es natürlich in der normalen Version drin. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt ganz kurz nach Hause, holen den Klammern gesetzten Mustang ab und werden uns dann natürlich auf den Weg zum Flattery bewegen, und der hat ja unseren Wagen fertig getuned, fertig aufbearbeitet, fertig lackiert. Ich hoffe, dass wir rechtzeitig alle Anbauteile angebracht haben, die er lackieren sollte. Wenn nicht, haben wir die Fender jetzt weiß. Was schade wäre, dann werde ich die wahrscheinlich schwarz lackieren. Aber ich freue mich auf die Farbe. Ich habe zwar eure Kommentare gelesen, dass er fertig war. Ich habe eure Kommentare aber nicht verfolgt. Bedeutet, ich habe mich jetzt nicht auf die Reise begeben, in das Video zurück und habe mir den Wagen angeguckt. Das heißt, ich weiß echt nicht, wie dieses Fahrzeug aussehen wird. Ich freue mich aber tierisch drauf auf das Fahrzeug. Deswegen kann ich es kaum abwarten, nach Hause zu fahren. Was ich aber sehe, ist, dass wir gar nicht getankt haben. Das wollten wir aber eigentlich machen. Ich bin mir aber eigentlich sehr sicher, dass wir getankt haben. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Egal. Jetzt regnet es ein bisschen. Ich glaube, hier gibt es gar keine Scheibenwischer bei den Modellen. Nein. Von daher, es ändert ja auch die Fahrphysik nicht, dass wir hier jetzt Regen haben oder so. Ich mache mal so lange Fernlicht an, solange kein Gegenverkehr kommt. Also es ist gar kein Gegenverkehr, das ist Verkehr, der auf uns, von uns wegfährt. Boah, ich freue mich wie eine Kartoffel auf unser Auto, Leute. Ah, sehr gut. Da ist der Regen wieder weg. Seit wann ist hier eine Brücke? Das ist aber neu. Boah, ich bin total fasziniert von diesem ganzen Update. Hier geht's hoch nach Flattery, da werden wir uns gleich hinbewegen. Jetzt müssen wir überlegen, überholen wir oder fahren wir sicher hinter ihm her? Ich denke, wir überholen. Den Kassett nicht vergessen. Sehr gut, das haben wir souverän gelöst. Ohne einen Unfall zu provozieren oder so. Ich freue mich wieder mal Summer Car spielen zu können, Leute. Echt. Ja, wenn ihr das Video hier sehen solltet, ich weiß nicht, wann ich es hochlade. Ich denke, es wird einen Tag vor der Gamescom kommen. Also Dienstag sollte das hier noch kommen.
Ich hoffe es für euch. Wenn nicht, seht ihr das hier erst Mittwoch. Dann sind wir gerade auf der Gamescom, wenn ihr es seht. Und haben ein bisschen Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch. Vielleicht auch nicht. Wir werden Mittwoch und Donnerstag da sein. Und ab Freitag werden wir ans Meer düsen. Und uns ein bisschen ausruhen. Ich wollte gerade total einschlagen und dann habe ich mir gedacht so, ne, wenn du das machst, dann liegen wir hier gleich auf der Seite. Und das wäre nicht so gut. Ich bin echt gespannt, wie unser neues Auto gleich aussehen wird. Ich werde natürlich zu Hause direkt einen Blick in die Tuning-Zeitung werfen und wenn sich da was getan hat, was wir neu kaufen können, werden wir das natürlich direkt kaufen. Dann denke ich mal, werden wir den Geldstand erstmal so lassen, bis sich jetzt hier die Beta eingebürgert hat. Ich müsste mir auch mal irgendwie eine Seite speichern, wo ich die aktuellen Beta-Details raussuchen kann. Also wir befinden uns hier nicht in einer Beta-Version. Das möchte ich gerne nochmal andeuten. Das ist die offizielle Version. Und zwar hat diese sich hier gestern aktualisiert. Und vielen Dank auch nochmal an den Tipp, dass es einen Mod gibt für die Bahnschranke. Dass man die sich modifizieren kann mit Warnlicht. Coole Idee. Ich flitsch mal ganz kurz die Zigarette aus dem Raum, die brauchen wir nicht. Was ich das Gefühl habe, ist, dass mein Hunger und mein Durst etwas schneller steigen als vorher. Und wenn ich manchmal sehe, dass ich Hunger habe, bekomme ich auch wirklich Hunger. Das ist ganz lustig. Was dem Wagen fehlt, ist ABS. Das wäre sehr praktisch, erst recht in diesem Gelände hier. Aber das ist natürlich überbewertet und da können wir lange darauf warten, bis dieser Bulli hier ABS bekommen würde. Aber es ist nicht schlimm, alles gut. Und genau dadurch, dass es immer wieder Updates gibt, möchte ich eigentlich verhindern, Mods zu benutzen, wisst ihr? So, eine schöne Drehung in den Vorgarten. Zack. Ausmachen, Handbremse ziehen, aussteigen und tschüss. So, vielleicht gucken wir uns nochmal zu Hause um. Ob es hier irgendwas Neues gibt in der Küche. Hier ist alles beim Alten. Erstmal ganz kurz eine Macaroni-Dose. Trinken dazu ein bisschen Wasser. Sehr gut. Sonst sehe ich jetzt hier keinerlei Änderungen diesbezüglich. Rennstrecke ist immer noch gleich geblieben, glaube ich. 2 Runden, genau. Nö, dann würde ich sagen, auf geht's. Und schauen wir unser Auto mal an, wie es jetzt aussieht. Aber erstmal ganz kurz noch einen Blick in die Tuning-Zeitschrift. Da ändert sich ja hier und da immer mal was. Ist alles gleich geblieben, Felgen sind gleich geblieben. Gleich, 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 gleich. Alles gleich, sehr schön. Huch. Die Tür hat uns angebackt, würde ich schon fast behaupten. Gurte gibt es hier immer noch keine. Ich fühle mich aber irgendwie sicher in diesem Auto. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt fahren wir ganz gemütlich, Leute.
unser Auto holen. Ich würde gerne nicht sterben. Also sterben steht jetzt definitiv hier nicht auf meiner Tagesliste. Aber ihr kennt uns. Manchmal passiert es dann doch. Dieser Kettensägen-Typ, ne? Ich glaube, der kriegt irgendwann noch eine dicke Bedeutung in diesem Game. Für mich ist das der Kettensägenmörder. Wie nennen wir ihn? Jones. Jones. Kettensägenmörder Jones. Achso, im Übrigen wäre ein Like-Like tastig, wenn ihr einen da lassen würdet. Vielen herzlichen Dank dafür auf jeden Fall. Ich freue mich auf jedes einzelne Däumchen, was hier reinwandert. Und natürlich auf jedes einzelne Kommentar, was ihr hinterlässt. Und mit viel, viel Glück bekommt ihr auch ein Herzchen. Ich weiß gar nicht, warum das geherzt heißt. Also eigentlich ist das ja ein zusätzliches Like, würde ich sagen. Und somit kann man dann besondere Kommentare markieren. Ich fände so ein Doppel-Like viel cooler. Ich merke aber langsam, dass das G27-Lenkrad mich verlässt. Also nicht von der Performance her, da ist alles in Ordnung, aber das Leder lässt langsam nach. Ich meine, wie viele Kilometer bin ich damit schon durch die Gegend gefahren? Ne? Das muss man auch mal sagen. Es ist ja schon abgegrapscht. Es hat schon lange keinen richtigen Grip mehr. Wow. Vorsichtig. Hier übrigens schön die Bremsspur zu sehen von unserem Van. Jetzt fahren wir erstmal ganz gemütlich wieder zurück. Ich bin am Überlegen, den Feldweg zu nehmen. Und dann denke ich mir wiederum, ne, lass mal lieber. Wir fahren doch den normalen Weg. Wir werden auf jeden Fall gleich mit unserem blauen Biest Hildegard. Ich finde den Namen immer noch sehr cool. Zum Schrottplatz fahren und unseren Werkzeugkasten holen. Den hätte ich nämlich gerne nochmal wieder. Schön durchbeschleunigen. Das ist der Vorteil hier an der Autobahn oder an der Landstraße, würde ich schon fast sagen. Ich will mal schauen, ob das Fahrzeug immer noch anfängt zu schlendern. Ja, leider fängt es immer noch an. Und somit ist es natürlich fast unfahrbar in den hohen Geschwindigkeiten. Flattery bekommt den Wagen auf jeden Fall fast komplett aufgefüllt zurück. Vollbremsung und hat es noch geklappt? Ja, sehr gut. Oh mein Gott, Leute, guckt euch diese Farbe an. Warum sieht die Front so komisch aus? Warum habe ich da so einen Haifisch vorne dran? Okay, das sieht komisch aus. Da muss ich jetzt mal nachforschen. So, parken. Wunderbar. Das haben wir aber nicht bestellt. Was ist das hier für eine Scheiße? Okay, es gibt einen kleinen Texturenfehler, würde ich behaupten. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass wir die Dinger noch angebracht haben. Muss aber nicht sein. So, wir schauen einmal ganz kurz.
in den Motorraum rein. Ah ja, dafür müssen wir ja nur die Dinger abziehen. Wir können den Motorraum im Übrigen jetzt auch lackieren. Das finde ich cool. Hier sieht aber alles gut aus. Bis jetzt. Ihr könnt mitentscheiden übrigens, wie die Lackfarbe des Fahrzeuges werden soll. Also des Motors. So, dann würde ich mal sagen, starten wir mal, oder? Und gucken mal, wie unser My Summer Car läuft. Es läuft sauber. Sehr ruhig. Es hat keine Dellen mehr. Das ist natürlich sehr gut. Ich muss sagen, es läuft sehr, sehr gut. Wir lassen jetzt mal ein bisschen laufen. Etwas hochtouriger. Nur, dass die Temperaturen sich ein bisschen anpassen. Die Batterie lädt sich langsam auf. Öldruck passt. 3 bis 4 Bar haben wir normalerweise. So, die Temperatur vom Fahrzeug ist... So, der Wasserdruck steigt kontinuierlich, sehr gut. So, und wenn der Wagen warm ist, sind wir normalerweise bei 14, nix angelangt. So, wir bewegen uns aber jetzt erstmal. Haben wir den Gurt eigentlich noch hinten drin? Ja, ne? Ja. Ich glaube schon. Und jetzt bewegen wir uns langsam Richtung Schrottplatz. Oh, der fährt gut. Schön sauber vom Laufbild her. Und sehr gerade. Also das, was wir ja vorher nicht mehr hatten. Macht er jetzt wieder. Ich schalte ihn jetzt auch mal sauber, nur bei 4000 Umdrehungen. Und drehe ihn nicht zu hochtourig. So, wir fahren mal 100 km/h gemütlich. Lassen ihn gemütlich warm werden. Ich glaube, wir müssen ihn auch nochmal neu einstellen. Also die komplette Performance haben wir nicht auf Lager. Das merke ich gerade. Also wir haben die Temperatur erreicht, die wir brauchten. Der Motor wurde ja getuned. Bedeutet, wir müssen, glaube ich, den Vergaser nochmal neu einstellen. Er hat weiterhin Vierganggetriebe. Da wurde nichts geändert, technisch. Können wir nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Also ich meine, die grundsätzliche Beschleunigung ist gut. Da können wir eigentlich nicht meckern, aber die Mischung passt noch nicht so gut. Die werden wir jetzt demnächst einstellen. Aber schön, dass Hildegard wieder unterwegs ist. Und Leute, das tiefe Blau sieht doch mega geil aus, oder? Wir werden auf jeden Fall jetzt demnächst ihn nochmal lackieren müssen. Weil er hat vorne Texturenfehler. Hier sehe ich auch noch nichts wirklich, was sich geändert haben könnte. Wir machen mal das Licht an. Licht funktioniert. Perfekt. Öldruck passt. Sind wir immer so zwischen 3,5 und 4. Wasserdruck bei 10. Perfekt. Batterie lädt sich auf. Perfekt. Keilriemen funktioniert also top. Das Einzige, was wir fixen müssen, ist das hier. 13 ist zu niedrig. Wir
brauchen eine gute 14,7, 14,5 so, dass wir unter Volllast immer noch im grünen Bereich sind. Hier ist die Stadt. Das heißt, wir fahren noch eins weiter. Die Brücke gefällt mir übrigens sehr sogar, die da jetzt neu zugekommen ist. Also die macht optisch echt viel her. Oh, da geht aber gut was. So, hier rechts ist Bergbaugebiet. Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Also wenn ihr es wisst, schreibt es ruhig mal in die Comments. So, und hier müssen wir rein. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Bleibt wie seid. Dank fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.